Zur Montage des Schiebekippbeschlags Macco Rail Systems SKB SE brauchen Sie folgendes Werkzeug. Kontrollieren Sie vor der Montage, ob Ihnen alle abgebildeten Macco-Beschlagteile zur Verfügung stehen. Der Schiebeflügel wird mit der Innenseite nach oben auf den Tisch gelegt. Die entsprechende Griffhöhe wird je nach Flügelhöhe in der Tabelle abgelesen. Die Griffhöhe wird auf der Schablone eingestellt. Die Schablone wird auf der Griffseite des Schiebeflügels angelegt. Mithilfe der Schablone werden die Positionen zur Befestigung des Griffes mit dem Bohrer, Durchmesser 3 mm, am Flügel vorgebohrt. Danach wird das obere und untere Griffloch mit dem Bohrer, Durchmesser 12 mm, nachgebohrt. Das mittlere Griffloch muss mit einem Durchmesser von 25 mm nachgebohrt werden. Der Schiebeflügel wird mit der Außenseite nach oben gelegt. Die oberen Eckumlenkungen werden mit Holzschrauben, Durchmesser 4 mm, an der oberen Seite des Flügels befestigt. Die Eckumlenkungen mit Kunststoffschnapper werden mit Hilfe von Holzschrauben, Durchmesser 4 mm, an der unteren Flügelseite befestigt. Die gerade Fläche des Kunststoffschnappers an der unteren Eckumlenkung muss zum Überschlag gerichtet sein. Das Getriebe und das Höhenteil werden nur im oberen Bereich abgelenkt. Nach dem Einhängen an der unteren Eckumlenkung wird die Länge anhand des Endes der oberen Eckumlenkung angezeichnet. Das Getriebe und das Höhenteil werden in gleicher Höhe mit einem geraden Schnitt abgelenkt. Das Getriebe und das Höhenteil werden von der unteren Eckumlenkung ausgehend eingesetzt und montiert. Die kürzere Seite des Anzugskeils am Höhenteil muss zum Überschlag positioniert sein. Die breiten Teile werden abgelenkt und montiert. Achten Sie bei der Montage auf unterschiedliche Längen des oberen und des unteren Breitenteils. Bei der Montage beider Breitenteile muss der Pfeil mit Griffsymbol zur Griffseite des Schiebeflügels gerichtet sein. Der Schiebeflügel wird mit der Innenseite nach oben gelegt. Der Griff wird aufgesetzt und mit Holzschrauben, Durchmesser 4 mm, oder mit Senkkopfschrauben mit M5-Gewinde am Getriebe befestigt. Zur Probe wird der Griff langsam gedreht. Dadurch werden die Mittelfixierungen gelöst. Durch das Drehen des Griffes wird überprüft, ob sich der Beschlag am Flügel umlaufend bewegt, das heißt, ob der Griff senkrecht nach unten und senkrecht nach oben gedreht werden kann. Die Gleitschere wird entsprechend der Abbildung aufgelegt und mit Holzschrauben Durchmesser 4 mm festgeschraubt. Anschließend die Scherenabdeckungen aufstecken. Durch das Einsetzen des Verstärkungsteils in den Laufwagen werden diese komplettiert. Die Laufwagen werden an der unteren Flügelseite mit Hilfe von Holzschrauben Durchmesser 5 mm, 10 mm vom Rand entfernt, befestigt. Bei Bedarf sind die Schraubenlöcher vorzubohren. Die Verbindungsstange der Laufwagen wird mit einem Ende am Strich des ersten Laufwagens positioniert. Mithilfe des Striches am zweiten Laufwagen wird die Länge zum Abkürzen markiert. Die gekürzte Stange wird in die Laufwagen eingelegt
und mit dem Torx-Schlüssel TX25 zugeschraubt. Auf diese Weise werden beide Laufwagen verbunden. Bei der Montage der Stange müssen sich die Arme beider Laufwagen in gleicher Höhe befinden, damit diese parallel ausgerichtet sind. Zwischen den Laufwagen wird ein Abstützteil unter die Abdeckschiene der Laufwagen platziert. Entsprechend der Strichmarkierung an den Laufwagen wird die Abdeckschiene der Laufwagen abgelenkt. Danach wird die Abdeckschiene auf die Laufwagen montiert, bis diese eingerastet ist. Zum Schluss werden an den Außenseiten der Laufwagen die Abdeckkappen aufgesetzt. Der Fensterrahmen liegt mit der Innenseite nach oben. Die Position der Führungsschiene wird gemäß der Abbildung markiert. Die Führungsschiene wird mit Holzschrauben, Durchmesser 4 mm, in allen Schraubenlöchern an der Schiene befestigt. Achten Sie darauf, dass die Führungsschiene parallel zum Rahmenrand liegt. Zum Anschrauben muss ein längerer Bit-Einsatz benutzt werden. In die Führungsschiene werden die Gleiter für die Scherenarme eingeschoben, sowie der obere Anschlag montiert. Die Führungsschiene wird mit der Abdeckung und den seitlichen Abdeckkappen bestückt. Die Laufschiene wird gemäß der Abbildung auf den Rahmen positioniert und mit Holzschrauben, Durchmesser 4 mm, in allen Schraubenlöchern an der Schiene befestigt. Achten Sie darauf, dass die Schiene parallel zum Rahmenrand liegt. In die Laufschiene wird der untere Anschlag zum Stoppen des Schiebeflügels eingeschoben und montiert. Das Steuerteil wird entsprechend des angegebenen Maßes an der gegenüberliegenden Seite der Laufschiene eingeschoben und montiert. Standardschließteile oder Sicherheitsschließteile werden entsprechend der Zeichnung mit Tabelle am Rahmen positioniert und mit Holzschrauben, Durchmesser 4 mm, angeschraubt. Die Rastplatten, manchmal auch Kippschließteile genannt, werden gemäß der Abbildung mit Holzschrauben, Durchmesser 4 mm, am unteren Falz des Rahmens montiert. Der Schiebeflügel wird in leichter Schrägstellung auf der Laufschiene abgestellt. Danach wird der Scherenarm von den Gleitscheren in die Gleiter der Führungsschiene eingehängt. Das Einrasten ist durch ein Klickgeräusch deutlich hörbar. Durch Ziehen oder Druck auf den Scherenarm wird das Einrasten überprüft. Durch Drehen des Griffes in die waagerechte Stellung und durch Anziehen wird der Schiebeflügel gekippt. Nach dem Drehen des Griffes nach oben und dem Anziehen des Schiebeflügels wird der Flügel zur Seite geöffnet. Zum Schließen des Fensters muss der Fenstergriff in die waagerechte Stellung gebracht werden. Der Flügel wird mit einer Seitenbewegung wieder zurückgeschoben. Der untere Teil des Flügels rastet dabei an den Rastplatten ein. Durch Druck auf den oberen Teil des Schiebeflügels und durch Drehen des Griffes senkrecht nach unten wird der Flügel wieder geschlossen. Bei der Montage auf der Baustelle wird der Schiebeflügel gegen Herausfallen gesichert, indem die rot gekennzeichnete Aushebesicherung an beiden Laufwagen hineingedrückt wird. Bei der Demontage des Flügels wird zunächst die rote Aushebesicherung an beiden Laufwagen herausgezogen. Mit Hilfe des beigepackten Montagestiftes wird der Scherenarm an den Gleitern in der Führungsschiene entsichert. Danach kann der Schiebeflügel aus dem Rahmen herausgenommen werden. Vor der Einstellung der Laufwagen werden die Abdeckkappen der Laufwagen abgenommen. Danach wird die Abdeckschiene von den Laufwagen entfernt. Für die Höheneinstellung des Wagens wird zunächst das rote Sicherungsteil entfernt. Die Wagenhöhe ist ab Werk in Nullstellung. Durch Drehen des TX40-Schlüssels im Uhrzeigersinn wird der Schiebeflügel angehoben.
Durch Drehen des TX40-Schlüssels entgegen dem Uhrzeigersinn wird der Schiebeflügel abgesenkt. Nach der Einstellung der richtigen Höhe muss die Verdrehsicherung auf den Laufwagen wieder montiert werden. Der IS-Sicherheitsrollzapfen ist ein rundes Stahlteil, das einseitig eine gerade Fläche aufweist. Die Abbildung zeigt die Werkseinstellung. Zur Einstellung des Anpressdrucks wird der Torx-Schlüssel TX15 verwendet. Indem die gerade Fläche des IS-Sicherheitsrollzapfens entgegengesetzt zum Überschlag gedreht wird, kann der Anpressdruck um 0,55 mm erhöht werden. Durch Drehen dieser geraden Fläche zum Überschlag wird der Anpressdruck um 0,55 mm gesenkt.